Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben gerade hier im Stream entschieden, ich werde jetzt Glacial forcen. Mit dem Hintergedanken, dass ich Glacial ja hart weggeflamed habe in meiner ersten Aufnahme hier auf dem Zweitkanal, glaube ich. Oder die erste, die ich hochgeladen habe. Same. Oh. Das hat schon mal nicht funktioniert, scheinbar. Wir werden Glacial gehen. Vielleicht gehen wir auf dem Weg noch Elementar-Mages. Who knows? Weil das wollen auch einige hier im Chat. Ansonsten wollen wir natürlich gucken, was geht. Wollen es natürlich bestmöglich darstellen. Und Glacial habe ich halt eben als sehr schwach empfunden. Allerdings ist die gängige Meinung aktuell, dass es relativ stark ist. Dementsprechend werde ich es jetzt nochmal spielen und euch ein bisschen erklären, warum ich falsch lag. Man kann hier übrigens so drüber haben, dann seht ihr, was daraus werden kann. Leider nicht, wenn man zwei Items übereinander macht. Right, please fix this. Would be quality of life patch for sure. Wir können bis dahin einfach gucken, dass wir Tier 2 Units kriegen. Das ist so ein bisschen die Idee. Das heißt, ein Double Yordle, Double Tristana nehmen wir auf jeden Fall mit. Phantom Dancer an sich geil, auf Nandisandra jetzt nicht unbedingt. Glacial ist Eiswesen. Darauf wollen wir gehen. Und zwar in rauen Mengen. Im Best Case wollen wir ein Volibear mit Rapid Fire Cannon haben, weil ich glaube, es ist ziemlich busted. Rapid Fire Cannon und Static maybe? Fury, vielen lieben Dank für deinen Sub. 47 Monate schon. Ich muss sagen, ich habe wenig Subs. Also 100 Subs sind jetzt nicht wenig, ne? Aber im Vergleich wenig. Aber die, die ich habe, sind treu as fuck. Kannst du das mit den Kopien genau erklären? Das ist nicht etwas wie eine Free Round für einen. Du meinst das hier, diese. Die Dinger meinst du hier wahrscheinlich, ne? Not sure, was du genau meinst. Aber diese PvE Rounds, da kriegt man halt eben Money raus. Ja, wir. Zwei Kha'Zix nehmen wir auch mit. Wir spielen Kha'Zix. Wir sollten die Runde eigentlich nicht verlieren können. To be honest. Kha'Zix auch mit, weil vielleicht gehen wir doch für leeren Kreaturen. Aber wie gesagt, wir versuchen relativ hart zu forcen. Das ist immer relativ schwer. Normalerweise wären die Ziele für das Video immer erst im Video deutlich. Ah, eigentlich wollen wir beides nicht machen. Was würde denn aus den beiden in der Combo werden? Attack Speed Slow. I don't care. Die Tier sparen wir uns dann wieder auf, um daraus ein Redemption zu machen. Ah, oh, daraus können wir schon ein Redemption machen. Sehr cool. Attack Speed plus MR ist auch nicht so super krass. Ja, wir können auf jeden Fall schon mal ein Redemption gleich bauen. Das ist schon mal ganz cool. Was wir jetzt machen ist, wir gehen für drei Lehrenwesen. Und weißt du was? Wir verkaufen die Sandra. Ich weiß, das spricht jetzt erstmal dagegen von dem, was wir eigentlich machen wollten. Aber we are coming there. Trust me. Du kriegst das und du kriegst das. Die Dinge daraus interessieren mich nicht, glaube ich. Und die beiden selber zusammen. Was ist das für ein Item? Ich kenne das nicht. Ich muss ja gerade mal größer machen. Sorry, Leute. Chance to silence, ne? Ist auch nicht so mega krass. Das Redemption wird uns, glaube ich, relativ hart carryen hier. Ein Pfannenwender einfach. Auch nicht schlecht. Ah, sind leider nicht isolated, ne? Ärgerlich. Close. Wenn ich die Items vergeben hätte, hätten wir die Runde gewonnen. Ich glaube, ich sollte sie einfach vergeben. Target Silence ist halt nicht mega krass oder so, ne? Aber ist halt solid. Ja, sieht jetzt noch nicht nach Glacial Rush aus, aber wir kommen noch dahin. Maybe. Oder ich habe mich getrollt. So. Wir haben Kha'Zix 2. Sehr schön. Und das erste Eiswesen, was wir hier noch in die Finger bekommen haben. Der arme Kha'Zix. Ja, der jumpt doch eh irgendwo hin, oder? Es ist doch relativ egal, was ich da mache. Ich könnte hier halt noch Silence, aber Silence auf Kha'Zix relativ useless, weil der so oder was macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier wirklich cool wird. Was können wir denn, wenn wir den einen hier Armor geben? Können wir daraus dann später was Cooles machen? Ja, ich denke, wir können ihn auf jeden Fall schon mal die Armor geben. Aber damit er sie hat und der Megatron-Mantel ist halt... Ich finde fast alles daraus nicht so geil, außer halt Bloodthirster. Und Bloodthirster würde ich dann doch relativ gerne... mir noch aufsparen dann.
Sieht gar nicht so schlecht aus. Es kann sein, dass wir hier weiter die Runden verlieren, aber das ist okayisch. Hauptsache ist, dass wir dann alle Runden verlieren und alle close. Ich muss sagen, Losing Streak ist in dem Game jetzt nicht so super easy, weil man doch recht hart ins Gesicht kriegt. Man bekommt einfach recht viel Damage. Wir haben jetzt Woli, das heißt, es geht weiter in die Richtung, die wir schon angekündigt hatten. Der Woli kriegt auch sofort meine Attack Speed. Wird unser heimlicher Carry. Also heimlich wird das, glaube ich, nicht mal. Lehrenwesen jetzt raus. Schwer zu beurteilen für mich. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich spiele noch mit drei Lehrenwesen. Aber wir könnten Woli statt Braum spielen. Und Woli da wahrscheinlich mehr ausrichten kann. Wir wollen auf jeden Fall... Also Woli wurde schon genervt. Das heißt, wahrscheinlich ist er gar nicht mehr so krass, aber als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er giga insane. Kassel hat einen guten Fokus auf sich, das ist sehr gut. Einerseits ist er wahrscheinlich meine tankigste Unit aktuell und andererseits pockt er dann Redemption, wenn er stirbt. Dafür muss er sterben. Woli wäre keine Zier ulten. Ist leider immer noch der Soundbug, Leute, deswegen hört ihr übrigens nichts von den Fights. Und dadurch, dass er Woli Bär ultet, ist das hier ganz nett. Verlieren trotzdem wieder, hoffentlich. Das ist zumindest das Ziel, weil wir haben einen Losing Streak. Hier wird es eigentlich nicht verlieren hier. Sieht ganz gut aus, ne? Ich glaube nicht, dass Rexa das auf die Reihe kriegt. Ja, ich meine, er macht weniger Damage, als Kasadin sich schildet. Der leere Wesen-Buff ist Armor Pen. Das ist ganz nettes. Jetzt nicht giga überragend, aber ganz cool. So, wir dürfen als zweites picken. Ich denke, wir gehen für die Ashe. Die Ash einfach krasser ist als die Lissandra. Easy as that. Und auch ein Eiswesen ist. Und wir wollen ja für Eiswesen gehen, ne? Wir haben das Ding rausbekommen. Ich glaube, wir haben noch eine Kluff Armor auf jemanden rumliegen. Das heißt, daraus würde... Ja, würde tatsächlich das werden, was wir wollen. Das Problem ist, wir können es von der Ash nicht wegnehmen. Aber wir können... Ah, den Attack Speed haben wir jetzt auch schon vergeben. Vielleicht hätten wir den Attack Speed doch nicht wohl übergeben sollen, sondern erstmal warten sollen. Das heißt, wir haben gleich... Wir leveln jetzt die Runde, dann haben wir da unser zweites Eiswesen. Ja, okay, nee. Jetzt nicht anfangen zu pingen, Kinder, ne? Bitte. Seid jetzt nicht anstrengend. Nächster Eiswesen. Wir leveln. Wir gehen schon auf 4. I mean, why not? Damage-mäßig könnte das noch ein bisschen knapp werden, was wir hier haben, aber es sollte ganz okay sein. Der vom leeren Buff profitiert bei mir eh keiner wirklich hart. 7, 8, 9, 10. Ich könnte alles verkaufen. Und mich da in so ein kleines All-In in die Richtung bewegen. Ich glaube, das wäre völlig fein. Ja, kniet nieder. Jetzt wollen wir nicht mehr den Losing Streak, ne? Wir wollen jetzt wollen wir gewinnen. Sollte auch gut möglich sein jetzt mit der Comp. Wir gehen all in. Das heißt, wir verkaufen schlichtweg alles, um über 10 zu kommen. Wir hätten eine Unit weniger verkaufen können, das wäre fein gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, welche ich davon noch hätte behalten wollen. Also sonst müssen wir mal gucken. Wir werden noch eine Leona spielen auf jeden Fall. Ein Schläger wäre vielleicht nicht schlecht. Dann kriegt zumindest unser Woli ein bisschen mehr Stats. Würde verfluchte Klinge draus werden. Weiß jemand, ob, wenn Woli-Bär ultet, kann der alles silenzen oder alle runterstufen? Geht das? Weiß das mehr? Ja, es gibt einen Losing Win Streak. Den siehst du immer da unten. Das heißt, ich hatte eben einen Losing Streak und jetzt hoffe ich auf einen Win Streak. Er kann alles stunnen. Der Stun ist mir egal. Mir geht es darum, kann er mega krass sein und alle runterstufen. Gefriert. Wenn ich denen das gebe. Ist der so krass? Das wäre jetzt schon richtig krass, ne? Stunts sind aber heute noch nicht so drin, scheinbar. Sehr ärgerlich auch, dass Kassilians letztes stirbt. Kann er? Schon ziemlich busted, ne? Die Frage, ob ihr wisst, worüber ihr redet. Aber davon kann man ja bei euch immer ausgehen. Obwohl, die sollte relativ spät Akku kriegen. Hm.
Seine Ult proc't On-Hit-Effekte. Ah, ich glaube, wir sollten erstmal Rapid Fire Cannon auf ihn holen. Und danach geht's dann quasi weiter. Ich habe Kassadin hier so positioniert, dass er die Akku zieht, weil er ja mein Redemption hat. So, wir wollen, dass Kassadin als erstes stirbt. Dieses als erstes Sterben ist tatsächlich eine der wichtigsten Mechanics, so, die ich bis jetzt mitbekommen habe. Weil Redemption einfach so ein starkes Item ist. Der Ash Arrow sieht irgendwie noch nicht cool genug aus. Ja, ich meine, wir brauchen auf dem Volibear schon ein bisschen was. Er ist schon so der heimliche Carry. So. Uns wird ein Aurelion Sol angeboten. Zaubermeister haben wir einen. Wir werden auch nicht noch einen zweiten kriegen. Weil Niva ist auch Elementar. Das heißt, wir werden eher noch einen Elementar kriegen. Oh, ich habe vergessen umzustellen. So, Dungeon bringt doch nichts, wenn Kassadin der Einzige ist, der Schaden bekommen hat. Das stimmt ebenfalls. Da hast du vollkommen recht. Ah, Volibear hat zu viel Fokus. Und die Cutter macht hier ziemlich kurzen Prozess. Und Kassadin stirbt wieder als letztes. Alles nicht ganz optimal. Die Ash hat ein bisschen RNG-Luck hier. Aber die stehen so weit auseinander, dass sie gleich nicht... Das Redemption wird nicht von Kassadin wird nicht noch Ash hitten. Aber es sieht aus, als würde Kassadin tatsächlich hier durchkommen. Und Ash stunt hier einfach insane oft. Sehr gut. Starke Round von Ash. Ah. Ist ein bisschen greedy, ne? Aber ich bin auch überrascht, dass ich damit durchkomme. Ich bin jetzt schon auf 40 Gold. Kann mich wenig beschweren. Ich spiele das mal so, damit Kassadin safer Fokus bekommt. Die Ash war insane in der Runde, wirklich. Ich will mich nicht beschweren, ne? Es war halt echt krass, wenn ich mit AOE quasi alle Leute kleiner mache und der die ganzen Tier 2 Units verliert. Ich meine, ist eine kleine Chance, aber wenn der Volibear da richtig mit der Attack-Speed an den Mann geht. Apropos an den Mann gehen, die Fontaine ist auf jeden Fall schon mal ordentlich durch CC. Akku kriegt trotzdem Volibear. Dadurch wird es natürlich ein bisschen schwer dann. Ah, Kassadin mit Redemption. Das wird die Lissandra auf jeden Fall nochmal freuen. Ash gegen Ash. Uff. Damage am Start. Okay, okay. Also allzu lange werden wir nicht noch damit durchkommen. Dass wir so rumgreenen. Den nehmen wir mit. Weil mit Anivia haben wir genug Elementare. Which would be awesome. Vier Eiswesen. Leona brauchen wir noch auf jeden Fall. Ja, aber so ist fein. Also klar, wir kriegen jetzt ein bisschen Damage, aber ich glaube, es ist völlig in Ordnung. Brand und Anivia stelle ich mir auch relativ übel vor vom AOE-Damage. Wobei Anivia mich bis jetzt einfach nur enttäuscht. Hat den Nidalee mit einem Rabadons. Der hier ist Geld wahrscheinlich dann auch, ne? Das hört sich in der Theorie schon mal ziemlich toxisch an. Und ich werde überraschend oft gestunt. What the fuck? Ich spiele hier Vierer Glacial. Okay, aber Ausgangslage fürs Karussell verbessert, ne? Man muss das ja positiv sehen. Was ist im Angebot? Okay, da haben wir schon deutlich krassere Sachen im Angebot gesehen als das hier, ne? Fucking hell. Ken wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber ich will den Pfannenwender, weil mit dem Pfannenwender kann ich ja eine Unit zu Sorcerer machen, die gar nicht dafür vorgesehen ist und auch zu Glacial. Aber wer soll... Achso, ich will ja Elemente... Elemente kriegen wir nicht hin, nee. Aber.
Ich könnte Molander. Wow, vielen lieben Dank für deinen Sub. Zaubermeister ist halt nicht so krass für mich. Glacier, ein weiterer Glacier. Warum wäre das cool? Ich könnte den zum Glacier machen. Wer ist denn der Sechster? Anivia kommt noch. Oh, shit. Ich sollte auf jeden Fall noch eine Unit aufstellen. Wer kommt denn noch? Farah, vielen Dank für deinen Sub. Was ist denn jetzt hier los? Richtiges Sub-Battle, vielen Dank. Sidrani kommt noch. Ah, die sind eigentlich alle fein, ne? Muss eigentlich keinen rausnehmen. Irgendein Attack-Speed-Monster halt noch, aber... Ich glaube, dann hoffen wir eher auf zwei Pfannenwender. Und auf eine Unit for free zu kriegen. Als dass wir einen zu Glacial machen. Ich meine, wir könnten auch für Runans gehen, aber... Ich meine, Runans... Panzerknacker, vielen Dank. Alter, was ist hier los, Jungs? Vielen Dank für die ganzen Subs. Okay, es hat doch garantiert schon mal jemand Runans Volibear getestet, oder? Will mir jemand verraten, was da passiert? Weil in der Theorie hört sich das ja schon verlockend an. Weiß das wer, was daraus wird? Weiß es wer? Leute, weiß es wer? Ich meine, Voli müsste dann öfter hitten, ne? In theory. Okay, Bewahre kommt. Wir müssen jetzt ein bisschen aggressiver rollen, weil wir ansonsten einfach sterben, bevor wir diese Kombi überhaupt spielen können. Ich bin die Eisgeborene. Ja, die Eisgeborene und so ist alles cool. Aber gerade noch nicht cool genug. Naja, Runans können wir schon mal gerade hier noch nicht bauen. Ah, item-mäßig ist halt. Items sind jetzt auch noch nicht so unsere ganz großen Freunde. Jetzt fehlt er da auf jeden Fall auch noch aktiv Damage. Oh, okay, jetzt flog hier einiges rein. Boah, da wollen wir mal gucken, was ich daraus hier noch zaubern kann. Ne? Ja. Boah, scheiße. Ich will das Schild mitnehmen. Lasst keinen überleben. Das Inferno beginnt. Weiß nicht wofür. Wofür wir ihn austauschen. Riesenschwert. Wollen wir eigentlich das nicht unbedingt sehen? Wollen wir das sehen? Auch nicht. Ja, doch, komm. Das wollen wir sehen. Dann wollen wir das sehen. Und dann wollen wir wahrscheinlich auch noch das sehen. Und dann machst du jetzt bitte mal was, Wulibär, ne? Nicht so viel. Okay, okay. Okay. Not sure if this will work out at all. Solari auf nahe Edge zu haben, ist natürlich jetzt auch nicht der Dream. Der Goethe und der Funwender hätte uns Geld gegeben, ja. Das hätte ich für Demon, für den Brand benutzen sollen. Du hast vollkommen recht. Raum ist immer dabei. Okay, das war relativ lucky jetzt. Die Ash ist so giga-useless aktuell, dass wir sie verkaufen. Wir haben eh keinen Damage aktuell. Da das Schild geben und dann auf das Beste hoffen. Hat der Demon kassiert? Phantom-Ding kassiert? Oder warum ist der sofort umgekippt? Bevor das Ding hier überhaupt ansatzweise losgehen durfte.
Okay, der Brand macht seinen Job gut. Okay, der Brand ist sick. Heieiei. Ihr könnt auf den Zweitkanal gucken, da kommen jede Menge TFT-Dinge, aber ich werde natürlich auch nochmal einen gesonderten Guide machen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Brand macht auf jeden Fall viel. Ich darf nicht mehr rollen, aber ich darf auch nicht sterben. Oh, fucking hell. Okay, das Ding ist, wie spielen wir es? Wir warten gleich auf Karussell, holen uns da den Elemental, holen uns da den Gürtel, machen da auch aus Glacier für Brand oder picken einfach Anivia und gehen all in danach. Ah, Nightbuff wäre ganz cool, aber das würde hier nicht reichen zum Carryen. Ich brauche hier rapidere Sachen. So ist es so, meine Frontline ist so tanky, dass die Enemy Backline quasi nicht durchkommt und gleichzeitig CC ich seine Frontline immer wieder, weswegen er meine Backline nicht bedroht und holy shit ist der Brand damit sick. What the fuck? Wovon hängt die Anzahl der Sprünge ab? Okay. Also. Wir können Ash nehmen und haben eine Einheit for free. Ich darf als Zweiter wählen. Oder ich nehme die Anivia. Oh, fucking hell. Nee, komm. Wir nehmen die Einheit einfach for free. Ich glaube, es ist besser. Es ist. Anivia wäre sick gewesen und Anivia wäre auch gut gewesen, aber ich glaube, Double Fun Vendor nimmt man einfach mit. Alter, der Woli hat alle komplett mehrfach gestunt. Ich habe es nicht gesehen. Aber wenn du das sagst, glaube ich dir. Gerade eine Ash gesehen. Nett. Ash 2. Ich glaube, Ash 2 for free. Okay. Ich glaube, so kann man das machen. Ich kann auf 7 leveln, aber ich werde nächste Runde auf 7 leveln. Ich bin ein bisschen greedy. Ich weiß das, aber ich glaube einfach, dass die anderen noch 6 sein werden, dass es damit passen wird. Okay, Woli. Sehr schön. Oh, ich muss den Woli anders setzen, damit alle den Attack Speed Buff kriegen, ne? Wir haben ein bisschen Bonobo-Aufstellung gerade. Da schreibt nur Draven XD und ich weiß ganz genau, wie er sich fühlt. Wenn ich gleich Anivia kriege, dann ist er einfach offen Holland. Wir greenen bis zur Creep Round. Ich habe mich jetzt entschieden. Wir ziehen das Green durch. Wir gehen nicht für eine gute Platzierung, wir gehen für einen Win. Zeit zum Angriff. Okay, die Idee ist, wir greeden noch über die Creep Round. Das ist probably die beste Aufstellung. Okay, 7 gegen 7. Okay, da irgendwas von mir wurde instant deleted. Folie, Ult. Ja, ja. Here we go, my friends. Oh shit, der hat einen Raven. Aber der Draven wird CC'd. Was ist die Antwort auf Raven? Eis und Feuer. Den deleten wir. Das ist das, was wir wollen. Splatterman, vielen Dank für deinen Host. Ihr seht den zukünftigen weltbesten TFT-Spieler. Die Gegner haben Draven, aber wir outsmarten ihn. Wir outsunnen ihn. Sind einfach Gigabyte besser. Und da holen wir noch einen Cannon rein. Ah, shit. Aber der Cannon-Buff. Aber dann wird der Woli so gestuckt. Wie will ich das nicht? So wird die Sage so gestuckt. Ah, ist ein bisschen eng hier einfach. So wird nur Sage gestuckt, ne? Aber der Attack Speed Buff geht jetzt dann zu wenigen. I'm an idiot.
Okay. Sie sehen schon, gestuckt wird es nicht so schlimm. Ah, das ist insane. Jetzt brauchen wir nur noch Anivia und dann haben wir die Runde. Ja, Rapid Fire kennen wir als Sick of Woody. Wir haben auch relativ lang dafür gegreedet, aber es ließ sich leider einfach nicht machen. Auf 40 gehen? Ja, komm, wir wollen auf 40. Ja, hallo? Entschuldigung. Okay, wir müssen ein bisschen umstellen, ne? Ich glaube, es ist schon das Beste, aber er wird halt hart gestuckt werden. Der Woody kommt sehr spät halt erst rein dadurch. Aber ich glaube, es ist trotzdem das Beste, weil der Kennen auch den Buff kriegt. Den Attack Speed Buff und dadurch sehen wir früher diese fantastische Ultimate. Schön in die Frontline rein. Woody Bear macht überhaupt keinen Hit. Weil er komplett durchgestuckt ist. Seju bewegt sich auch keinen Millimeter. Ich spiele mit zwei Leuten, die AFK sind. Das ist ja wie meine Solo-Queue. Und es ist trotzdem ein fucking Freewin. Und jetzt Woody Bear sagt sich, Alter Bruder, ihr gewinnt das Game nach 30 Minuten, dann komme ich an und nimm meine EP mit. Easy. Ken und Woody Position tauschen, das Problem ist, der Textbild Buff nicht mehr an alle geht. What can I do here? Ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Vielleicht muss ich einfach sagen, scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Und den Textbild Buff kriegt halt einfach keiner. Ich könnte gucken, ob ich mich mittiger stellen kann. Ich sollte mich wahrscheinlich mittiger stellen. Ah, jetzt wird der Woody zu... Ach, der Woody wurde schon wieder von so einem Phantom-Ding gehittet oder was. Aber die Poppy, die wird durch CC. Die kriegt die Kalo und ist egal. Dann schippt sie halt ein bisschen später. Woody, Ulti, mein Junge. Da kommt der Redemption hier. Und jetzt die Ult klatscht sie alle weg. CC ist da. Brand Ult obendrauf. Keiner macht Schaden von mir. Aber die Gegner dürfen sich nicht bewegen. Nächstes Redemption. War Gegner Redemption? Alter, guck dir mal an, was die Kindred in die Fresse kriegt. Ah, nice. Okay, we can fucking do this. Er zittert vor meinem Gebrüll. Okay, aber ich meine, man muss mich ja jetzt hier trotzdem nicht itemmäßig trollen. Okay, wir stellen das Ganze mal ein bisschen um. Sollte besser sein, oder? Wenn Woli hier rauskommt. Aber es könnte sein, weil Seju ist Media, das heißt, Seju will sich bewegen. Leona steht gut. Das Elemente-Ding hat einen Mental Breakdown bekommen, aber das ist okay. Leona wird in die Backline, das ist gut. Woli Bear hittet ein Target, ist nicht ganz optimal, aber trotzdem okay. Ja, der Gegner hat eine gute DPS-Backline, aber hier kommt die Brand Ultimate und sie vernichtet einfach Leute. Erster MGA. Ja, es ist solid. Kniet nieder. Raus mit dir. Und damit bin ich auch noch der Erste, der jetzt die Anivia picken darf, die da kommt. Anivia. Oh, shit. Das ist keine Anivia. Wir nehmen den nächsten Pfannenputzer. Pfannenputzer nach Pfannenputzer. Wir nehmen den Pfannenwender, wir nehmen die MF, schmeißen sie raus. Und dann hoffen wir auf den nächsten Doppelpfannenwender. Oh, warte mal, ich habe schon wieder einen Doppelpfannenwender. Ja, what the actual fuck? Ich darf so viel wieder Unit spielen. Haben wir noch Seju 2. Im Zweifelsfall spielen wir den, ne? Mit Ehre und so kannst du dir sonst wo hinstecken. Spielen wir halt nochmal einen Draven. Double Pfannenwender. Double Pfannenwender, wohlgemerkt. Und ein Element. Ich habe so viele Units. Oh, alles dreht sich. Wo ist mein Ken hin? Okay, Assassins kriegen wirklich hart. Die Brand Ultimate kann wenigstens aus. Und jetzt Woody. Woody ist tot. Die Brand Ultimate titscht.
Okay, die Fights gegen Assassins sind strange. Kann er aufhören, meine... Hallo? Könnte... Alter, was ist denn los mit ihm? Der ist ja komplett auf Crack. Alter, was der mit denen gemacht hat, war jetzt aber auch nicht fair. Woli 3, meine Damen und Herren. Wir brauchen dich jetzt. Oder Nivea, ich mein's ernst, ne? Beweg deinen Arsch hier rein. There we go. There we fucking go. Vielleicht kann Shen irgendwie die Pässe raushauen. In die Ecke gegen Assassins. Du hast vollkommen recht. Ihr habt alle vollkommen recht. Aber es wird trotzdem reichen. Mit der Macht des Wolibears! Klatsch! Sie um! Ulti! Bam! Crit! AOE! Ins Maul! Das ist, was wir sehen wollen. Gibt einen Ninja-Buff. Wir hatten vorher meinen Ninja-Buff. Hä? 2 von 1? Oh, Cannon. Tschüss. Tschüss. Anivia, ich schwöre, ne, wenn du deinen Arsch nicht bald hier hinbewegst. Splitten, ne? Alle Damage-Dealer kommen in die Ecke. Und alle Tanks kommen in die Ecke. Und du machst irgendwie dein eigenes Ding. Was nehmen wir hier noch als Unit mit rein? Oh, den Draven scheinbar. Okay, aber was können wir doch? Wir haben Bewahrer, wir brauchen die Anivia. Die Anivia muss hier rein. Vielleicht noch ein Ritter. Kindred gegen Assassins. Das klingt logisch, aber... Glaubt ihr, dass das funktioniert? Alter, du willst mich ver... Wie viele Pfannenbänder soll ich denn noch nehmen? Ich habe gleich 10 Units auf dem Feld. Warte mal, habe ich jetzt nicht schon? Naja, jetzt habe ich 9. Okay, scheiße. Wie waren hier nochmal die Aufstellung? Das war ja komplett kompliziert. Okay, wir wollen in die Ecke. Wir wollen in die Ecke. Wir gehen in die Ecke. Und da bewegen wir uns auch nicht raus. Und die Aufstellung wird jetzt ohne Rücksicht... Okay, keine Ahnung. Nehmen wir dich mal. Ja, komm. Ach, du verarschst mich doch. Oh, shit. Fuck. Ich hatte zu wenig Zeit. Ah, fuck. Fick. Fuck. Autsch. Ah. Okay. Okay, okay. Interessante Ausstellung von mir. Mit Betonung aufs Int, aber... Ja, der CC kommt. Der Brand tankt einfach ein K6. Es ist ihm egal. Es ist unbeatable. Die werden einfach weggekrittet. Okay, okay. Also nicht weggekrittet, aber in dem Dinge. Kindred kam rein. Das war alles, was wir brauchten. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Leona brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. There we go. Fucking hell. Scheiß Arbeitsverweigerer. Aber am Ende des Tages kommt sie. Dann, wenn man sie am meisten braucht... Zumindest damit es einer mehr kriegt. Lisandra, du bist eh useless, ne? Aber egal. Here we go. Anivia. Kindred raus. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Wir haben endlich Anivia getroffen. CC. Wolibear. Oh shit, die Nahult. Ah, die Kenult ist kacke. Wenn er wenigstens reinflashen würde. Und der Woli, der haut da einfach nur noch durch. Guckt euch das mal an. Eliminiert! Ah. Wie viel brauchen wir? 28? 28? 5? 20? 24? Poppy. Ich habe einfach viele Units auf dem Feld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gefühlt 800. Kennen. Wo bleibt deine Ulti? Da ist die Ultimate. Da ist die Brand Ultimate. Da ist der Damage. Geh nach Hause, mein Junge. So viele Units. Double Pfannenwender. 6-mal Glacial in 3er Volibear. Eliminiert. Vernichtet. Deklassiert!
Und die anderen Worte sind nicht jugendfreundlich. Deswegen schaltet auch morgen wieder ein. Tschüssi.